deshalb, weil ich... Herr Köhne, meine erste Frage würde an Sie gehen, und zwar, was konkret Campus Buch für den Bezirk Pankow bedeutet? Ja, das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die ja nicht nur für Pankow wichtig ist, sondern für die ganze Stadt eine herausragende Funktion hat und eigentlich ja zum Teil Deutschland oder europaweit hier die Menschen, die Forschung anzieht und hier Entwicklungen weltweit auch ermöglichen. Und das ist ein Aushängeschild, was die Region Berlin-Brandenburg in dem Bereich hat, und das ist, glaube ich, die große Bedeutung. Herr Scheller, Herr Köhne spricht gerade davon, ein attraktiver Ort, der weitere anzieht. Wie sieht es denn aus mit dem Anziehen? Ist es schwierig, Firmen zu gewinnen, sich hier anzusiedeln, oder rennen die in die Bude ein? Also ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen sehr relativ einfach, gute Leute zu finden. Zum einen wirkt natürlich das, was Herr König gesagt hat, die wissenschaftliche Exzellenz als Leuchtturm weltweit. Das strahlt also weit über die Grenzen von Pankow, Berlin bis in die Welt hinein. Man kommt gerne hierher, weil tolle Wissenschaftler sind, weil tolle Technologien sind. Und das A und O einer guten Adresse sind tolle Leute und tolle Technologien. Das ist das eine. Die Adresse stimmt mittlerweile. Das zweite ist, es hat sich rumgesprochen, dass sich in Pankow sehr gut wohnt. Und Sie können Unternehmen nur ansiedeln, wenn Sie auch gleichzeitig den Mitarbeitern sagen, wo sie wohnen sollen. Und das funktioniert aufgrund der hohen Lebensqualität in Pankow. Aber auch wir in Buch können mittlerweile wirklich sehr, sehr guten Wohnraum von ganz preiswert für junge Familien anbieten, eben in der sanierten Großsiedlung, bis hin zum gehobenen Wohnparks in den ehemaligen denkmalgeschützten Krankenhauslandschaften, die ja Buch hatte, das war ja mal das größte Krankenhaus Europas. Und wir haben eben hier die Nähe zur Natur. Hier kann man wirklich ungestört arbeiten, kommunizieren miteinander. Der Park legt zum Schlendern ein, zum Kommunizieren. Wenn Sie am Wochenende die Bevölkerung hier sehen, es wird auch angenommen. Wissenschaftler fühlen sich hier sehr wohl, können sehr ungestört und kreativ arbeiten hier. Und das macht Buch eigentlich aus. Ist das so? Also es ist einmal so das Forschungszentrum, was attraktiv ist, aber eben auch die Umgebung, sprich Wohnungssituation, Infrastruktur ist sicher auch ein Thema, wo ich gleich Herrn Köhne was dazu fragen werde, aber erstmal Sie. Ja, also das ganze Umfeld hier in Berlin-Buch ist sehr angenehm. Wir haben es 1997 hier schon angesiedelt als kleines Chemieunternehmen, also es ist ein bisschen anders angesiedelt als der Rest, sag ich mal, so vom medizinischen Standpunkt her. Aber es passte alles zusammen. Die Infrastruktur, die hier vorgefunden war mit dem Campusmanagement, was uns sehr unterstützt hat. Wir sind in der Zwischenzeit von 2 auf 22 Kollegen angewachsen, würden auch gerne hier noch erweitern, unseren Standort, sozusagen auch die Produktionskapazitäten wesentlich ausbauen. Da stehen wir noch in Verhandlungen mit dem Campusmanagement, sodass wir dann auch Räumlichkeiten und Produktionsmöglichkeiten auch haben. Das ist ganz wichtig. Und alles, was eigentlich noch so an der Peripherie gemacht werden muss, dafür ist, wie gesagt, unser Bezirksbürgermeister zuständig. Wir hoffen da sehr auf Unterstützung auch von seiner Seite aus, sodass wir dann auch wirklich die optimalen Bedingungen haben, auch um wirklich industrielle Produktion und einen industriellen Standort hier zu haben. Ja, Erweiterung ist hier das Bedürfnis, und da haben wir auch schon ein Problem, denn es gibt Anwohner, die sehen das nicht so gerne. Das heißt, da müssen Sie vermitteln. Wie läuft diese Vermittlung? Na, es gibt natürlich eine Beteiligung in der Öffentlichkeit, wenn solche Verfahren eingeleitet werden. Aber erstmal bin ich froh, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, hier am Standort auch Erweiterungsflächen anzubieten. Denn Pankow ist ja der Wachstumskern überhaupt in der Stadt. Und wir wachsen und wachsen und wachsen. Und irgendwo muss natürlich auch dann der Standort angemessen mitwachsen. Das heißt, hier Flächen für die Unternehmen, ganz konkret ja in der Brunnengalerie, und dort sind die Anwohner erstmal nicht begeistert, wenn von ihrer Haustür auf einmal eine Grünfläche, auch wenn die Grünfläche nicht schön ist, aber im Nachhinein wird sie dann schöner gemacht oder schöner geredet, verschwindet. Und da gibt es Konflikte, ganz klar, aber ich denke, wenn man Veränderung will, dann muss man auch manchmal Kompromisse schließen, beziehungsweise muss akzeptieren, dass sich auch vor der Haustür was verändert. Man kann nicht überall fordern, es soll besser werden. Und wenn es dann tatsächlich eine Veränderung gibt, dann nicht vor meiner Haustür. Das darf nicht passieren. Solche Konflikte haben wir ja überall in der Stadt. Und in Buch ist es eher ungewöhnlich. In der Vergangenheit hatten wir so etwas nicht. Aber weil jetzt auch hier das Wachstum angekommen ist, wird das auch zunehmen, denke ich. Denn es wird nicht die einzige Konfliktsituation sein. Denn der Standort muss ja auch von der Infrastruktur mitwachsen. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, können wir mit den vorhandenen Straßen auskommen, mit den weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Radwegen. Und es gibt eine positive Entwicklung. Und ich denke, im Nachhinein ist das für den Ortsteil und auch für alle Bucherinnen und Bucher positiv. Auch wenn das im Einzelnen für manchen vielleicht negative Auswirkungen hat.
Gut, das Thema Straße war hier jahrelang ein großes Thema. Ich meine, die Anschlussstelle für die Autobahn immer gewünscht vom Campus, ist jetzt vom Tisch. Das heißt, da haben die Anwohner gewonnen. Wie schätzen Sie das ein? Naja, es gibt ja verschiedene Varianten. Es ist ja nicht so, dass Buch keinen Autobahnanschluss hat. Es gibt ja einige Autobahnabfahrten und man muss jetzt überlegen, wie man das vorhandene Netz auch optimieren kann. Und da muss man auch abwägen, ob Kosten und Nutzen dann tatsächlich in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Und wie gesagt, wenn der Ortsteil wächst, dann muss natürlich auch die öffentliche Infrastruktur mitwachsen. Herr Scheller, also ich habe über eine Stunde hierher gebraucht und ich wohne nicht am anderen Ende der Welt, sondern einfach nur in Berlin. Ist das für Sie ein Problem? Ganz klar ja, vor allen Dingen aus Sicht der Wissenschaft und der Wirtschaft, die man natürlich abwägen muss gegenüber den berechtigten Interessen der Anwohner auf möglichst geringe Emissionen und geringe Verkehrsanziehung. Ich will mal so ein bisschen die Argumente der Wirtschaft sagen. Zum einen, das sieht man ja auch in der heutigen Veranstaltung, ist Buch der Klinikstandort hier im Nordosten. Wir haben 310.000 Patienten jedes Jahr ambulant stationär in Behandlung. Wir haben heute jetzt gerade ausgezählt, wie das sich auf den Lieferverkehr auswirkt. Helios alleine hat über seinen Wirtschaftshof im Jahr 30.000 An- und Abfahrten. Wir im Campus haben 45.000 Anfahrten. Das sind Transporter, das sind LKWs. Wir haben Unternehmen, die produzieren. Es wird zunehmend schwerer, die durch dieses innerstädtische Ortsbild, was seit den 70er Jahren, glaube ich, nicht grundlegend angefasst worden ist, zu leiten. Das Zweite ist, es ist auch immer die Frage, wie Unternehmen sich für Standorte entscheiden. Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder größere Unternehmen gehabt, die gesagt haben, Buch, tolle Adresse, aber wie kommen meine Mitarbeiter hierher, welche Qualität hat der Adresse? Die haben Checklisten, gucken ganz einfach nach einem Raster durch und da steht Autobahnanschluss oder optimale Verkehrsanbindung einfach drauf. Da kann man ein Freund oder ein Gegner der Autobahn sein, aber es ist heute, werden eben internationale Standortentscheidungen von renommierten Unternehmen danach gefällt. Und ich denke, gut, dann hat Herr König ja gesagt, dass er durchaus das im Auge hat, also dass es eben nicht dieser Autobahnanschluss sein soll, aber dafür andere Möglichkeiten geschaffen werden, die Infrastruktur hier zu verbessern. Sind Sie da zuversichtlich, wenn Sie sowas hören? Ja, ich weiß, es ist ein langer Prozess. Ich mache mir auch keine Illusionen. Es ist ein Prozess mit der Politik, gemeinsam das abzuwägen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eines Tages eine schnellere Anbindung an den Campus, an Helios, an die Gewerbetreibende, die haben werden. Wie der konkret aussieht, weiß keiner. Das muss in den Bundeswegeplan rein, da hat der Bund noch eine Menge mitzustimmen, zu bestimmen. Wir werden uns dafür einsetzen, weil nach wie vor aus unserer Sicht der Anschluss hier direkt an die A10, die quasi ein Steinwurf weit weg vom Campus vorbeiführt, aus unserer Sicht das Optimale ist. Mir ist wichtig, dass dieses Thema nicht von der politischen Agenda verschwindet. Gut, abgesehen von diesem Autobahnabschluss. Ich habe gesehen, Sie haben immer genickt, das heißt, Sie stimmen da wahrscheinlich Herrn Scheller zu. Ich würde Sie trotzdem noch mal wegkommen von dem Thema und Sie fragen, ob Sie aber allgemein mit der Willkommenspolitik zufrieden sind hier in dieser Stadt oder speziell auch von dem Bezirk. Also ob Sie sich genügend unterstützt fühlen, auch seitens der Politik oder ob es hier noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Nein, also von Seiten der Politik haben wir eigentlich relativ angenehme Unterstützung, weil, wie gesagt, das ganze Umfeld hier in Berlin-Buch kommt uns irgendwie sehr entgegen, weil es kommt auch hinzu, dass wir eine Kombination aus verschiedenen Bereichen haben. Wir haben, wie gesagt, Gesundheitswesen da, wir haben, wie gesagt, das forschende Unternehmen da, das Max-Hellbrück-Zentrum, aber auch die vielen kleinen Unternehmen, die sich daraus dann auch eine Kooperationsgemeinschaft gebildet hat, wo wir dann sagen können, ja, das ist genau das, was wir hier brauchen. Wir brauchen ein Netzwerk aus verschiedenen kleineren Unternehmungen, den Möglichkeiten hier auf dem Campus mit den medizinischen Einrichtungen dann zu kooperieren, das ist alles notwendig. Wir haben, wie gesagt, auch darum gekämpft zwar, nur das leidige Thema Autobahnanschluss nochmal nach vorne zu bringen, aber wir geben an der Stelle auch nicht auf. Hinzu kommt, dass wir ja die Erweiterungsmöglichkeiten haben, das ist sehr angenehm, weil wir werden jetzt in den nächsten Jahren rapide wachsen, auch als eigenes Unternehmen. Und da stehen die Möglichkeiten, die jetzt geschaffen wurden mit den neuen Freiflächen, mit den Umwidmungen der Nutzungsflächen, dann wirklich sehr positiv gegenüber und würden uns freuen, wenn wir das dann auch in Zukunft nutzen können und dort eigentlich uns auch als Unternehmen dann Erweiterungsmöglichkeiten schaffen können. Konkret zum Schluss, Herr Köhne, wofür wollen Sie sich jetzt so die nächsten Jahre, sagen wir mal 5, 6 Jahre, einsetzen hier am Campus Buch?
Das Umfeld muss sich weiterentwickeln. Wir haben ja in den vergangenen Jahren eine unglaublich tolle Entwicklung in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in der Forschung hier gehabt. Und jetzt muss natürlich auch das Umfeld dementsprechend vorankommen. Und das ist in den letzten Jahren schon angeschoben worden. Also es gibt jetzt auch Leute, die gerne im Buch wohnen. Das war vorher nicht immer der Fall. Das heißt, hier sind auch die Wohnungsbaugesellschaften gefragt gewesen? Nicht nur die Wohnungsbaugesellschaften. Es wurden ja auch alte Klinikgelände umgebaut in tolle Wohngelände. Wir werden weiter öffentliche Infrastruktur absichern. Also neue Leute brauchen natürlich auch neue Schulplätze. Das ist notwendig. Wir werden auch das Stadtbild sicherlich noch ein bisschen verändern in naher Zukunft. Und das werden wir natürlich mit den entsprechenden Genehmigungen, auch mit den Fördergeldern dann begleiten, sodass eine gleiche Entwicklung dann, die auf dem Campus passiert, auch im Ortsteil sichtbar ist. Vielen Dank, meine Herren. Dankeschön. Soweit unser Kiez konkret, liebe Zuschauer, vom Campus Buch hier in Pankow. Auf der einen Seite ein Wissenschaftsstandort, der sich noch weiter entwickeln möchte. Auf der anderen Seite Anwohner, die das mit Argusaugen beobachten. Hier ist also weiterhin die Politik gefordert, um zwischen diesen beiden Fronten zu kommunizieren. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.